Ich habe ja eine Sache ganz vergessen, wo wir jetzt schon in der Ganon Arena sind. Wir hatten ja ein Gewinnspiel für die Kampfabstimmung. Es galt, Hotline Miami zu gewinnen. Ein Steam Key für Hotline Miami. Ein Spiel, das es auch in den Ganon geschafft hat. Und während die Arresten der Arena um 42 Spiele geht, hier eben nur um eines. Und 13 Leute haben gesagt, ja, ich würde gerne teilnehmen an diesem Gewinnspiel. Bedingung war eben, dass man teilnimmt an den Runden der Kampfabstimmung und heute lose ich den Gewinner aus. Dazu habe ich die 13 jetzt eingeblendeten User, Ganonen, in eine Liste gepackt und die werde ich jetzt randomisen. Und der auf Platz 1 steht, ist nicht der Gewinner, sondern derjenige, der rausfliegt, sodass es spannend bleibt. Also, von diesen 13 Leuten hat nicht gewonnen Hotline Miami. Es tut mir leid. DCDT. Sorry. Aber 12 Leute haben noch die Chance. Nächste Runde. Auch Puka geht leider leer aus. Das tut mir sehr leid. Puka, unser kleines Forenschweinchen. Shogoki. Du hast es leider nicht geschafft, Hotline Miami zu gewinnen. Ich würde das eigentlich auch gerne spielen, aber ich habe mich nicht mit reingemacht in die Auslosung. Nur noch 10 Leute übrig und auch Tatzel wird nicht Leute umbringen dürfen. Go back. Tatzel rausgestrichen aus der Liste. Die Spannung bleibt weiterhin erhalten. Smash Brothers Otaku. Der sich nicht übrigens angemeldet hat für die Arena. Insofern auch zu Recht nicht Hotline Miami gewonnen. Wobei das natürlich keine Bedingung war. Aber so ist es. Der Randomizer zugeschlagen. Amath. Spiel doch falsch geschrieben. Raus. Tut mir leid. Oh. Ripchip. Hat das Spiel auch nicht gewonnen. Es bleiben nur noch 6 übrig. Diese 6 haben eine völlig gleichberechtigte Chance. Nick Go ist nun raus. 5 übrig. Das ist nicht der geilste Modus, aber ich ziehe das jetzt durch. Walt Disney. Ich habe wirklich sehr lange Disney gelesen. Muss mir erstmal drauf kommen, dass das nicht richtig geschrieben ist. Sicherlich absichtlich. Und auch Zelos gehört nicht zu den glücklichen Gewinnern. Es bleiben Sun, Shining Mind und Beam übrig. Beam O2. Shining Mind hat verloren. So gibt es jetzt ein Finale zwischen Sun und Beam O2. Und der Gewinner von Hotline Miami aus den Kampfabstimmungen des Ganons ist. Herzlichen Glückwunsch, Sun. Du hast Hotline Miami gewonnen. Ja, viel Spaß damit. Und ihr anderen, stimmt mal alle ab. Die Arena läuft. Ihr habt noch wenig Zeit, euch anzumelden, falls ihr noch dabei sein wollt. Tschüss. Ach so, du kriegst den Key dann per PM von Double. Berichte doch mal, wie das Spiel war.